Japan schafft es immer wieder, uns mit neuen verrückten Erfindungen zu unterhalten. Heute geht es um die 20 seltsamsten Erfindungen aus Japan. Viel Spaß! Nummer 20. Mit diesem Ganzkörperregenschirm wird man garantiert nicht nass. So wie ich sehe, besitzt der Regenschirm aber keine Luftlöcher. Naja, man wird vielleicht nicht nass, aber man muss bestimmt mit einem Sauerstoffmangel rechnen. Nummer 19. Dieser Papierspender auf dem Kopf ist vielleicht nützlich, wenn man Heuschnupfen hat oder erkältet ist. Naja, ich bleibe lieber beim 10er-Pack Taschentücher. Nummer 18. Verbringst du die Bahn- oder Busfahrt gerne mit einem kleinen Schläfchen? Doch oft sind alle Sitzplätze belegt? Wie wäre es denn mit diesem Ständer für dein Kinn? Dann kannst du auch im Stehen dein Schläfchen halten. Nummer 17. Machst du auch immer reflexartig die Augen zu, wenn du Tropfen in die Augen hineingeben musst? Dieses Problem wurde in Japan mit dieser Brille gelöst. Nummer 16. Dieser Strampler ist wohl der Traum jeder Mutter. Lass einfach dein Baby das Haus putzen. Nummer 15. Um bei möglicherweise nicht ganz tontreffenden Karaoke niemandem auf den Keks zu gehen, schirmt man seine Stimme mit dieser praktischen Muschel einfach etwas ab. Nummer 14. Die unendliche Luftpolsterfolie. Auf Luftpolsterfolie herumdrücken und die kleinen Polster zum Platzen bringen, bereitet vielen Menschen großen Spaß. Dieses kleine Gerät lässt sich einfach am Schlüsselbund befestigen und so steht dem lustigen Vergnügen auch unterwegs nichts mehr im Wege. Nummer 13. Wer gerne mit seinem Smartphone ins Bett geht, weiß, wie unbequem es manchmal sein kann. Für Abhilfe sorgt dieser praktische Smartphonehalter, der das Smartphone direkt vor der Nase platziert. Nummer 12. Damit man sich beim Einschlafen nicht mehr einsam fühlt, gibt es ein gemütliches Kissen für einsame Frauen. Und die Nummer 11. Natürlich gibt es auch für einsame Männer ein Kissen, das sich wie die Beine einer jungen Frau anfühlt. Nummer 10. Wenn du dein Smartphone hinstellen willst, kannst du einfach einen normalen Ständer benutzen oder du benutzt diese sehr realistisch aussehenden Finger mit Saugnapf und heftest ein oder zwei davon hinten auf dein Handy. Nummer 9. Nur ein ausgeschlafener Mitarbeiter ist ein guter Arbeiter. Deshalb hat eine Baufirma ihre Helme mit einem Saugnapf versehen. So fällt der Kopf nicht immer nach vorne oder zur Seite. Auf der Vorderseite findet man eine kleine Nachricht. Bitte wecken Sie mich vor dieser Station auf. Danke. Nummer 8. Mit dem drahtlosen Mikroskop kann man seine Hautunreinheiten unter die Lupe nehmen. Das Gerät bietet eine Vergrößerung des Originalbildes um das 50- bis 400-fache. Das Mikroskop kannst du einfach mit deinem Smartphone verbinden. Kommen wir zu Nummer 7. Ein Saug- und Reinigungsroboter für den Fußboden haben wir alle schon mal gesehen. Aber dass es in Japan auch einen Reinigungsroboter für Smartphones und Tablets gibt, ist doch wieder eher seltsam. Der kleine Roboter fährt vollautomatisch übers verdreckte Glas und reinigt dieses. Nummer 6. Das ist kein Klebestift, das ist Butter. Butter zum direkten Aufschmieren, ohne ein Messer zu benutzen. Sehr praktisch für Kleinkinder, die noch kein Messer nutzen dürfen. Nummer 5. Mit dieser ungewöhnlichen Erfindung sorgst du dafür, dass bloß kein Haar in die Nudeln fällt. Nummer 4. Wir kennen diese Warenautomaten, die mit kleinen Snacks und Getränken gefüllt sind. Doch in Japan gibt es Automaten mit getragenen Unterhosen und BHs von jungen Frauen. Nummer 3. Mit diesen Schlappen läufst du in der Nacht nie wieder über herumliegendes Spielzeug und brauchst niemanden mehr mit dem hellen Zimmerlicht wecken. Nummer 2. Mit diesem Bleistiftanspitzer im Design einer Anime-Figur werden deine Bleistifte ganz bestimmt richtig spitz. Du kannst den Bleistift einfach in das Hinterteil der Figur stecken und schon wird dein Bleistift angespitzt. Und jetzt haltet euch fest, kommen wir zu Nummer 1. Fleischersatz aus Kot, das dürfte selbst dem strengsten Vegetarier zu eklig sein. Aber genau das hat ein Wissenschaftler aus Japan jetzt entwickelt. Laut Mitsuyuki sind einige Teile der Fäkalien bestens als menschliche Nahrung geeignet. Einige Tester berichten, dass die daraus produzierten Burger köstlich schmecken sollen. Okay, die Nummer 1 war schon ziemlich krass. Welche Erfindungen fandet ihr am besten? Schreibt es mal in die Kommentare, teilt das Video mit euren Freunden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.